Willkommen zu einem weiteren Mem-Video. Heute mit dem Titel oder mit dem Thema Geldpolitik, weil heute ist ja wieder es wird wieder viel kolportiert über die Leitzinsentscheidung der EZB. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen tiefer einsteigen, zu sagen, was soll diese Leitzinsentscheidung bitte noch für einen Effekt haben? Und um das zu verstehen, beziehungsweise erstmal die Grundsatzthese zu überlegen, Wirtschaft wird nicht durch Geld bedingt, sondern wirtschaftliche Aktivität entfaltet sich dann, wenn es Bedarf an einer entsprechenden Aktivität gibt. Und die entsteht letztlich nicht durch Geld getrieben. Also nehmen wir mal den Aspekt weg, dass Geld, das Profit haben möchte, natürlich irgendeine Investition braucht, um diesen Profit zu ermöglichen, weil es selber ja gar nicht in der Lage ist, etwas zu erzeugen. Aber nichtdestotrotz braucht eine Investition halt irgendetwas, worin man investieren kann, und diese Investition muss letztlich auch etwas realen, einen realen Mehrwert bringen, den die Leute bereit sind zu bezahlen. Und wenn man sich überlegt im Euroraum, was sind denn jetzt eigentlich tatsächlich die Dinge, die benötigt werden? Was brauchen die Menschen? Wo ist tatsächlich Bedarf da? Und ja, für mich persönlich kann ich das nur beantworten, eigentlich gar keiner. Also mir fehlt im realen Leben nichts, was jetzt dringend produziert werden müsste. Ich brauche kein neues Auto, brauche keine zusätzlichen Klamotten aktuell. Vielleicht irgendwann, so in ein paar Monaten, Jahren, keine Ahnung, vielleicht mal wieder ein neues Paar Schuhe oder so. Aber wirklich benötigen brauche ich im Moment nichts. Also ist die Frage, wo sollte sich eine Investition lohnen, wo ich bereit bin, etwas zu kaufen, und wer hat sonst noch Bedarf, etwas zu kaufen? Und ja, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die Bedarf hätten, irgendetwas zu erneuern, sich neu auszustatten oder Möbel sozusagen neu zu kaufen, weil die alten tatsächlich schon abgenutzt sind. Aber die Leute kommen nicht an Geld. Das heißt, im Zweifelsfall entweder sie sind arbeitslos oder verdienen letztlich so wenig, dass sie sich eine neue Ausstattung ihrer Wohnung gar nicht leisten können. Das heißt, diese ganze Geldpolitik, die von der EZB durchgeführt wird, hat auf diese Menschen keinen Effekt. Weil sie ja weil ein kreditgeschöpftes Geld ja immer auch einen Kreditnehmer braucht. Das heißt, es braucht jemand, der willens und in der Lage ist, diesen Kredit aufzunehmen. Und das scheitert sozusagen schon einmal von der Bewertung der Bank. Weil wenn die Bank sagt, du bist uns nicht kreditwürdig oder nicht vertrauenswürdig genug, wir glauben nicht, dass du in der Lage bist, irgendetwas zu produzieren, herzustellen, zu machen, um letztlich diesen Kredit wieder abzuarbeiten, oder einfach nur dein Job ist sozusagen nicht einträglich genug, weil du verdienst zu wenig, du hast vielleicht nur 50 oder 100 Euro im Monat, die du irgendwie erübrigen kannst, und damit kriegst du den Kredit nicht zurückgezahlt, den du bräuchtest. Und damit scheitert das schon mal letztlich an den fehlenden Kreditnehmern, die zwar durchaus einen Bedarf hätten an Geld, aber nicht an Krediten, weil sie das letztlich, den Vorteil, den sie dort beziehen könnten, nicht wieder in Geldwerten umsetzen können. Und damit bricht letztlich dieses ganze Kartenhaus der vermeintlichen Geldmengensteuerung einer EZB zusammen. Weil auch wenn man jetzt noch mehr vom Gleichen macht, ist die Vorstellung, als ob es an der Liquidität der Banken scheitern würde oder an deren Möglichkeiten, sondern es sind im Endeffekt ganz andere systemische Zwänge, die dazu führen, dass Kredite eben nicht vergeben werden können, weil die Rückzahlungsnotwendigkeit besteht. Ich bin ja mal gespannt, wann die EZB auf die Idee kommt, nicht nur den Negativzins einzuführen, sondern tatsächlich zu sagen, okay, wir geben euch jetzt 1 Million und ihr müsst nur noch 900.000 zurückzahlen. Also vergebt doch bitte Kredite, die komplett zinsfrei sind und darüber hinaus sozusagen nur noch zu 90% Nominalwert zurückgezahlt werden müssen. Das wäre schon, ich weiß zwar noch nicht, wie die das bilanztechnisch dann tatsächlich lösen werden, weil sie müssen ja die Werte dann abschreiben und das musste dann letztlich alles irgendwie über die doppelte Buchführung abgedeckt werden. Aber das ist aus meiner Sicht sozusagen der Weg, zu sagen, ja, wenn ich unbedingt Geld ins System bringe oder bringen will, dann kann ich das nicht über Kredite vergeben, dann muss ich es verschenken. Aber die Logik hat sich letztlich auch noch nicht wirklich bei den Betroffenen durchgesetzt, weil
ja, die Frage ist, was eigentlich erreicht werden soll. Sozusagen das Geld schöpfen um der Inflationswillen. Das heißt, ich bringe Geld in Umlauf, nur damit Geld entwertet wird, mit der Vorstellung, ein Wirtschaftswachstum zu erreichen. Jetzt ist aber natürlich dieses Wirtschaftswachstum wieder rein nominell ausgedrückt. Das heißt, wenn ich einfach einen Schritt weitergehe und sage, okay, wir haben statt einer, also aktuell eine Deflation irgendwie von 0,2%, habe ich glaube ich vorhin mitgelesen. So, das heißt aber Wirtschaftswachstum von, ich glaube 1,3 sind die Zahlen von 1,7 für dieses Jahr runterkorrigiert worden. Gehen wir doch einfach ein Stück weiter und sagen, wir machen von den 2% Inflation, gehen wir auf 0% Inflation. Und dann würden im Endeffekt 2% Wirtschaftswachstum ja letztlich nur der Inflation entsprechen. Das heißt, wir können eine Wirtschaftsschrumpfung von 0,3% ja einfach da sozusagen gleichziehen. Zu sagen, letztlich sind die nominellen Wirtschaftswachstumszahlen doch nichts anderes als der Ausdruck der Geldmengensteigerung, die aber sich in den Warenkörben nicht als Inflationszahlen wirklich widerspiegeln. Also wenn man sich das genauer anschaut und das Bruttoinlandsprodukt ins Verhältnis setzt, nicht zu der Inflationszahl, die dort mit dem Warenkorb berechnet wird, sondern zur Geldmengenänderung, dann wird man sehen, dass unterm Strich unser Bruttoinlandsprodukt seit Jahren abnimmt. Nur die Zahlen werden zunehmen, aber wahrscheinlich unterm Strich ohnehin nicht viel bei rumkommt. Ja, hier wird auch Profit gemacht. Und es wird der Wald leer gemacht. Also kurzer Ausflug ins Geldsystem. Und was bedeutet tatsächlich diese Veränderung im Leitzins und die Änderung der Politik der EZB? Zunächst einmal heißt es ja nur, es wurde der Leitzins und der Spitzenrefinanzierungssatz um 5 Basispunkte gesenkt. Ein Basispunkt entspricht dem Wert von 0,01%. Also sind der Leitzins auf ein, wie es so schön korportiert wird, historisches Tief von 0,00% gesenkt worden. So, wo spielt der eine Rolle? Der Leitzins ist nur relevant für die wöchentlichen Refinanzierungsgeschäfte. Das heißt, die Banken sind letztlich jede Woche dazu aufgefordert, sich von der EZB letztlich die Mindestreserve, die sie benötigen, zu holen, auszuleihen. Was allerdings kein größeres Problem ist, weil die EZB das ganze Zeug ziemlich vollständig zur Verfügung stellt. Und der zweite Finanzierungssatz ist der Spitzenrefinanzierungssatz. Der liegt jetzt bei 0,25%. Ja, das ist der Zins, wenn die Banken so tagsüber merken, dass ihre Liquidität bei der EZB für die Deckung von Transaktionen nicht ausreicht, können sie sozusagen im täglichen Bedarf, so ich glaube auf Stundenbasis, also innerhalb von einer Stunde, werden solche Sachen dann abgewickelt und bedient. Das heißt, wenn die Banken entsprechende Sicherheiten vorlegen können, dann kriegen sie halt innerhalb von einer Stunde zusätzliche Liquidität von der EZB bereitgestellt. Und dann der nächste Satz ist also der Overnight-Zinssatz letztlich, der von der EZB gezahlt werden würde, wenn er denn noch positiv wäre, an die Banken entsprechend der Guthaben auf ihren Konten. Jetzt ist da natürlich das Problem, dass der negativ ist. Allerdings wirkt sich dieser negative Zinssatz auch nur auf die Werte aus, die die Mindestreserve überschreiten. Also die Mindestreserve, was hat die nochmal zu bedeuten? Die hebt darauf ab, dass Banken gezwungen sind, in diesem Zentralbankensystem einen bestimmten Prozentsatz von eben, aber nicht von den Krediten, die sie vergeben, sondern von den Giralgeldmengen, die sie in ihrer Bilanz haben und die sie letztlich den Kunden garantieren müssen, dort als Mindestreserve zu halten. Dieser Mindestreserve-Satz liegt bei 1%. Das heißt, für jeweils 100 Euro Giralgeld muss die Geschäftsbank zu einem bestimmten Zeitpunkt 1 Euro Zentralbankgeld auf ihrem Mindestreservekonto halten. Und zwar über Nacht, während tagsüber dieses Geld für Transaktionen verwendet werden kann. So, jetzt ist dieses ist alles nachgelagert. Das heißt, entsprechend die Banken melden an die Zentralbank ihre Giralgeldmengen, die sie ja in ihren Büchern haben mit den entsprechenden Fristen. Weil wenn es eine Bank schafft, die Spareinlagen eines Kunden länger als 2 Jahre zum Beispiel anzulegen, dann hat das einen Mindestreservezinssatz von 0%. Das heißt, dafür müsste dann keine Mindestreserve gehalten werden. Des Weiteren haben Banken noch einen Mindestreservefreibetrag von, ich glaube, 100.000 waren das.
Das heißt, bei einem Prozent sind das entsprechend 10 Millionen, die Sie schon mal einfach so halten können an Giralgeld, ohne dass daraus eine Mindestreservepflicht entsteht, weil die sozusagen dann schon abgedeckt ist. So, und eben damit mal zu den sozusagen die technische Ebene wieder verlassen, zu sagen, im System sind jetzt aber schon viel, viel mehr Gelder unterwegs, als das, was tatsächlich benötigt wird. Also aktuell, wir haben im Eurosystem eine Geldmenge M3 von etwa 10, 11 Billionen, also 11.000 Milliarden Euro, also jetzt alle Euro-Länder, die in der Euro-Währungsunion drin sind. Also die Geschäfte, mit denen die Banken die Liquidität zur Verfügung gestellt bekommen, heißen Tendergeschäfte. Wie gesagt, die normalen, für den normalen Basiszinssatz werden wöchentlich beschlossen. Die für die Spitzenfertilität, also die 0,25%, sind für die täglichen, also die man unter Tage einfach beantragen kann, fällig. So, dieses 1% Mindestreserve, was im Endeffekt auf die Giralgeldguthaben zu halten ist, ist wie gesagt nachgelagert. Und jetzt ist aber in dem Gesamtsystem, zumindest was das elektronische Zentralbankgeld angeht, schon deutlich mehr Liquidität in Umlauf, als überhaupt für diese Mindestreservepflichten benötigt wird. Und da kommt jetzt letztlich dieser Übernachtzinssatz mit jetzt inzwischen minus 0,4% ins Spiel. Jetzt muss man sich aber auch anschauen, für meinetwegen 10.000 Euro, 1% wären 100 Euro, die sozusagen im Jahr fällig würden, wenn dann dieser Minuszinssatz schon bei 1% läge. Bei 0,4 sind es im Endeffekt 40 Euro, die ein Sparer, mal angenommen, er müsste sozusagen diesen Betrag zahlen, dann dort überweisen muss, damit ja letztlich sein Guthaben nicht abnimmt. Weil letztlich kann man das ja auch direkt, könnte man es direkt mit den Guthaben verrechnen und einfach dort abziehen. Aber da die Mindestreserve ja nur bei 1% liegt, bin ich letztlich nicht bei eben bei 40 Euro auf 10.000 Euro, sondern ich bin nochmal bei einem Hundertstel davon. Das heißt, ich bin bei 40 Cent. So, wenn man jetzt also den Sparern mal wieder Angst macht, dass diese böse Zinssenkung sozusagen die Guthaben angreift und dass bald der Negativzinssatz kommt, dann muss man sich mal anschauen, welche Banken das bisher weitergegeben haben und vor allen Dingen, ab welchen Beträgen das überhaupt greift. Also es gibt irgendwie, ich glaube, die niedrigsten Werte sind irgendwo bei 100.000, tendenziell eher, wenn man irgendwie 1 bis 3 Millionen oder sowas liegen hat, habe ich glaube ich schon gelesen, dass sozusagen dann soll man sich mal mit der Bank zusammensetzen und mit ihr sprechen, was man da machen kann. Ansonsten kriegt man halt sozusagen irgendeine negative Gebühr aufgebrummt oder man bekommt zumindest keinen positiven Zinssatz mehr. Wie gesagt, muss man dann immer noch mal dran denken, dass diese 0,4% Minuszins erstmal in Bezug auf die Mindestreserve letztlich nur mit einem Hundertstel zu Buche schlagen. Jetzt ist aber noch eine andere Sache wichtig zu wissen, dass Transaktionen grundsätzlich, wenn die von einer Bank zur anderen laufen, wiederum zu 100% mit Zentralbankgeld zu decken sind. Das kann natürlich innerhalb der Institute und innerhalb der Übertragung irgendwie, wenn sich da mehrere gegenläufige Buchungen unterwegs sind, nivellieren, sodass letztlich gar kein Zentralbankgeld übertragen wird. Aber gehen wir mal von dem Beispiel aus, dass letztlich bei einer Überweisung von 10.000 Euro auch 10.000 Euro Zentralbankgeld von Kreditinstitut A zu Kreditinstitut B mit übertragen werden. Dann hat natürlich dieses empfangende Kreditinstitut erstmal ein Problem. Weil sie braucht ja für die Mindestreserve, weil sie garantiert dem anderen ja jetzt ein Giralguthaben von 10.000 Euro, braucht sie letztlich nur die 100 Euro als Mindestreserve zu halten. Und zwar erst so eben eine Weile später. Das heißt, bis dahin hat sie einen ziemlichen Liquiditätsüberschuss. Jetzt ist aber so, dass die Bank, die ja sozusagen die Überweisung weggegeben hat, also von der das Geld gekommen ist, die hat aber eine Liquiditätslücke von diesen 10.000, weil letztlich ihr Zentralbankkonto, mal angenommen, das Geld war vorher nicht komplett gedeckt, dann ist ihr Zentralbankkonto jetzt vorübergehend im Minus und sie muss das bis Tagesende ausgleichen. Das heißt, das Einfachste ist, was die Bank dann machen kann, zu sagen, du, ich brauche mal eben
auch die 10.000 Euro wieder zurück. Ich gehe dafür eine Verbindlichkeit für, dir gegenüber ein. Das heißt, die Banken regeln das untereinander. Die brauchen also auch da nicht wirklich Zentralbankgeld, sondern die können das einfach untereinander liquiditätstechnisch und vertragstechnisch regeln. Und damit kann sozusagen im ganzen System, in dem Spiel an sich, was das Zentralbankgeld angeht, ganz gut mit 1% Mindestreservedeckung umgegangen werden. Jetzt ist aber eben das Problem der EZB. Die will ja nicht, dass einfach nur die Mindestreserve bedient wird, sondern eigentlich will die EZB, dass Kredite vergeben werden. Ja, aber wie schon am Anfang kurz angeschnitten, für Kredite braucht es immer zwei, und zwar den Kreditgeber und den Kreditnehmer. Die Banken sind liquiditätstechnisch überhaupt nicht unterversorgt. Die haben mehr als genug Liquidität, um problemlos solche Kredite zu vergeben. Ihre Probleme kommen primär erstmal aus anderen Bereichen. Ein Problem natürlich ihre internen Bewertungsstrukturen. Das heißt, wenn der Kreditnehmer nicht als niedriges Risiko eingeschätzt wird, dann kriegt er einfach von der Risikoeinschätzung her keine Freigabe für den Kredit. Da kann der noch so oft Geld wollen und sinnvoll investieren wollen. Wenn das Risiko zu groß ist, kriegt er nichts. Das zweite ist dann entsprechend diesen Basel-Vorschriften, wo halt bestimmte Verhältnisse zwischen Eigenkapital und also Bilanzposition, Eigenkapital und Kreditvolumen sozusagen wieder vorgegeben sind. Das ist die nächste große Beschränkung aus meiner Sicht, die daran hindert, dass Banken Kredite vergeben können. Weil sie natürlich, wenn der Kredit dann platzt, müssen sie das gegen irgendeine Position abschreiben. Und damit sozusagen das System dann nicht wieder zusammenbricht, so wie in der Finanzkrise, ist halt vorgegeben, dass sie so und so hoch ihre Position haben. Man kann sich ziemlich schnell ausrechnen, wann das Eigenkapital ausgebraucht ist, wenn es letztlich nur mit irgendwo zwischen 8% und 12% sozusagen im Verhältnis zu den Bilanzpositionen der Kreditvergabe steht. Also dürfen letztlich Kredite möglichst nicht abgeschrieben werden, aber das ist ein anderes Thema. So, wenn wir also auf der Bankseite zumindest mal das okay haben, dass da zumindest noch Potenzial da ist, also mehr als genug Potenzial, um Gelder zu vergeben, dann scheint das Problem ja eher auf der anderen Seite zu liegen. Und zwar, wer ist bereit, Kredite zu übernehmen? In Zeiten, wo die Arbeitsverhältnisse unsicher sind, das heißt, wer weiß schon, ob er morgen noch einen Job hat, oder in der Form, dass keine Sicherheiten da sind, weil wer wenig verdient, kann auch wenig Vermögen aufbauen. Und wer kein Vermögen hat, ist schon mal immer ein schlechter Kreditnehmer, weil wenn der Kredit platzt, hat man sozusagen komplett Totalverlust. Das wollen die Banken natürlich auch ungern eingehen. Deswegen sind Immobilien immer noch die reizvollste Finanzierung. Aber auch das ist der Punkt, in einem jetzt gerade korrigierten Bevölkerungsentwicklungsentwurf, wo ja jetzt plötzlich davon wieder die Rede ist, Deutschland wächst wieder. Oder sagen wir lieber, es sollen wieder mehr Menschen in Deutschland wohnen, wo auch immer sie dann herkommen, ist dann der Punkt zu sagen, okay, wir haben trotzdem mehr als genug Wohnungen. Und hier, um noch einen weiteren Brückenschlag in die Politik zu machen, was macht man, damit Wohnen möglichst teuer wird? Man schraubt die Energieanforderungen hoch. Da werden ja auch gerade wieder neue Gesetze vorbereitet, die dafür sorgen, dass letztlich, wenn man sich denkt, ein Haus braucht doch einfach nur für Wände und ein Dach, dass da möglichst mehr Umsatz gemacht werden kann, dass möglichst teure Produkte da reingestopft werden und dann letztlich das Wohnen unbezahlbar wird. Aber das ist auch wieder etwas, was sozusagen aus der aktuellen Wirtschaftssystemlogik der Überregulierung letztlich einfach zustande kommen muss. So, und der Draghi versucht jetzt letztlich über eine auch zusätzliche Ausweitung dieses Anleihenkaufsprogramm, was ja bisher vor allen Dingen Staatspapiere oder Staatsanleihen sozusagen aufgekauft hat mit 60 Milliarden, soll jetzt auf 80 Milliarden erweitert werden und mit der Option, dass jetzt auch Unternehmen in den Genuss kommen. Das heißt, tatsächlich mal Unternehmen, privatwirtschaftlich, die in der Lage sind, Anleihen auf dem Finanzmarkt zu platzieren, könnten jetzt darauf hoffen, von der EZB gekauft zu werden, wenn die entsprechenden Ratings und so weiter passen. Das heißt, es ist auch wieder viel
dafür gesorgt, dass natürlich dieser ganze Finanzbereich gut mitverdienen kann, weil solche Ratings und so weiter gibt es ja nicht umsonst. Und da ist letztlich auch wieder die Frage, was brauchen wir bitte? Also in was muss sozusagen dringend investiert werden, was A in der Lage ist, eine Rendite abzuwerfen? Das heißt, wo letztlich andere Menschen mehr zahlen, als da rein investiert wurde. Weil letztlich für Infrastrukturprojekte ist es ziemlich sinnlos, einen Profit drauf zu setzen. Weil eigentlich, wenn es den Menschen nützt, ist es doch viel sinnvoller zu sagen, okay, Summe X kostet das, so viel wird von den Menschen aufgebracht, in welcher Form auch immer. Meine Präferenz in dieser Hinsicht ist ja immer noch so Crowdfunding-Projekte. Zu sagen, okay, wenn es die Menschen haben wollen, dann sollen sie es direkt bezahlen, statt über irgendwelche Kreditschöpfungsumwege. Aber das führt jetzt an der Stelle ein bisschen zu weit. Nichtsdestotrotz ist letztlich die Frage, Infrastruktur sollte sich vor allen Dingen kostendeckend nachher betrieben werden können. Also, dass letztlich die Erhaltungsaufwendungen um eine Straße, ein Wassernetz, ein letztlich auch Telekommunikationsnetz zu pflegen, dass da zumindest die Kosten wieder reinkommen und dass der laufende Aufwand dadurch irgendwo gedeckt wird, damit das Ganze nicht ein Zuschussprojekt wird. Ich kann dazu vor allen Dingen zwei Richtungen empfehlen, wer sich damit mal tiefer beschäftigen will. Das eine ist, warum letztlich dieses ganze Geldsystem keine wirtschaftliche Aktivität entfalten kann, ist einmal bei den Österreichern, bei Ludwig von Mises zu finden und zum anderen bei der Kondratjew-Theorie, bei dem, also bei Ludwig von Mises ist eher so ein bisschen das Abheben, dass dieses Geldsystem sozusagen keine wirklichen Werte schaffen kann. Und umgekehrt, was dann sehr viel spannender ist, letztlich die Argumentation von Kondratjew zu sagen, wirtschaftliche Aktivität entsteht aus Bedürfnissen und aus Aktivitäten, die halt tatsächlich etwas produzieren oder herstellen. Ich kann letztlich mit Geld keine wirtschaftliche Aktivität entfalten, außer wenn man mal von solchen netten Finanzblasen und unsinnigen Allokationen wie die Immobilienblasen in Spanien zum Beispiel. Die Frage ist, da entsteht am Ende aber kein Wert und Nutzen noch viel weniger, weil außer dass dort dann Haufen Bauruinen am Ende rumstehen oder rumstanden, ich weiß nicht, ob sie inzwischen schon abgerissen sind, hat das Ganze ja nichts gebracht. Es hat eine Menge Ressourcen verschleudert in Bereiche, wo letztlich gar nicht der Bedarf in dieser Form da war. Und das Gleiche ist zumindest in Deutschland zum Glück sehr gebremst, weil ich gehe davon aus, dass wir weiterhin eher weniger werden, als wirklich mehr werden. Und dass wir ein regionales, deutliches Überangebot an Wohnungen haben und entsprechende Infrastruktur. Auf der anderen Seite an anderen Stellen ein deutliches, durchaus noch Bedarf da wäre, weil man da schon über Jahrzehnte darauf hingewirkt hat, dass eben die Infrastruktur nicht erweitert wird, weil es ja entsprechend wieder genug Vorschriften und Regulierungsmöglichkeiten gibt, dafür zu sorgen, dass man eben nicht das macht, was man braucht, sondern dass man nur das machen darf, wo, irgendwelche anderen Gruppen meinen, darüber entscheiden zu dürfen, was sozusagen meinem Leben nützt und was meinem Leben nicht nützt. Um das Ganze heute nochmal ein bisschen abzuschließen und abzukürzen. Dieses Handeln der EZB und die Vorstellung, dass damit im Endeffekt irgendjemandem geholfen wäre, ist halt einfach nur, okay, mir fällt dazu einfach kein Wort ein, was das vernünftig sozusagen betiteln könnte, weil ich mich vor allen Dingen frage, wie kann man nur solchen Irrsinn sozusagen verfolgen in der Hinsicht, dass man sich Illusionen nachhängt über Vorstellungen, wie Wirtschaft funktionieren könne oder solle und sich dermaßen im Geldsystem zu verrennen, statt zu verstehen, dass Geld letztlich vollkommen bedeutungslos ist in der Form, wie es heute stattfindet. Weil wenn ich etwas jederzeit in beliebiger Menge erzeugen kann, dann ist es halt keine knappe Ressource und keine relevante Ressource, die für irgendwelche Entscheidungen notwendig ist. So, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Also die ganze Politik der EZB führt im Endeffekt nirgendwo hin, weil Geld keine wirtschaftliche Aktivität entfalten kann. Das Einzige, was Geld zumindest in der Lage ist, in welche Richtung die EZB auch funktioniert, ist beschränkend. Das heißt, wenn alles erfüllt ist, es gibt Bedarf an Investitionen, es gibt Leute, die Interesse haben, das zu machen,
es gibt Personen, die bereit sind, den Kredit aufzunehmen und so weiter, dann kann Geld nur noch die Schranke sein, zu sagen, es geht trotzdem nicht, obwohl letztlich alle großes Interesse haben, das tatsächlich zu tun. Aber anstoßen kann Geld das Ganze nicht. Das heißt, diese ganzen Finanzbereich oder Finanzsphäre, die gerne Renditen erwirtschaften möchte, aber nur aus dem Wunsch, eine Rendite haben zu wollen, existiert kein Produkt, das die Menschen haben wollen, um sozusagen die Geldbeutel anderer Leute zu füllen. Deswegen geht diese Rechnung schlichtweg nicht auf. Und das ist auch das, was ich euch heute mitgebe, zu überlegen. Wirtschaft funktioniert durch euch und für euch. Zumindest wäre das der einzig sinnvolle Weg, wie es Wirtschaft aus meiner Sicht funktionieren sollte. Weil ich halte es für besser, dass Wirtschaft das tut, was Menschen wollen. Und nicht das, was sozusagen aus Gedanken irgendeiner Profitstrebens letztlich insistiert wird und eigentlich nur dafür sorgt, dass Ressourcen beliebig vergeudet werden, ohne menschliche Bedürfnisse zu erfüllen und dem Leben als solchen wirklich einen Nutzen zu bringen. Und die Schwierigkeit ist halt, je größer oder je stärker sozusagen dieser Zugang darüber geregelt ist, dass einzelne Institutionen so viel Macht bekommen, letztlich über Geldvergabe, über andere Regelungen, diese Zuteilung ja letztlich nicht in die Hand jedes Einzelnen zu legen, sondern aus den Händen möglichst vieler in die Hände möglichst weniger zu legen. Das ist letztlich aus meiner Sicht unser Problem. Es entscheiden zu wenige über Dinge, die zu viele betreffen. Wir haben ja am Wochenende auch Wahlen. Deswegen ist es mir wichtig, dass ich nur für mich entscheide und mir wäre es ganz lieb, wenn alle anderen das auch so tun und zwar Entscheidungen treffen, die sie selber betreffen und zwar nur die, die sie selber betreffen und nicht im Namen oder für andere, die gar nicht gefragt werden, deren Positionen und Interessen überhaupt nicht abgeholt werden, zu entscheiden, dass die das gefälligst auch zu wollen haben. Weil nein, das will ich nicht. Wenn, will ich gefragt werden, erstmal was, warum, wieso und wozu überhaupt? Und dann überlege ich mir, ob ich auch bereit bin, dafür irgendetwas zu tun. Den Gedanken, den ich euch dabei mitgeben möchte, ist ganz einfach zu überlegen. Für mich ist mein Weg zu sagen, ich möchte letztlich vor allen Dingen Entscheidungen treffen, die mich selber betreffen. Und zwar möglichst alle. Also das heißt, da, wo ich in irgendeiner Form betroffen will, möchte ich auch selber mitreden können und entscheiden können. Und dass möglichst alle Menschen natürlich darauf verzichten, für mich in meinem Namen Entscheidungen zu treffen und auch noch meinen, dass sie mir damit etwas Gutes tun. Also deswegen von mir der Wunsch an euch alle, dass letztlich jeder nur die Entscheidungen trifft, die ihn persönlich auch betreffen und die ihn in der Hinsicht auch was angehen und alle anderen, bitte hört auf, Entscheidungen zu treffen oder Forderungen zu stellen oder Vorgaben zu machen, wie andere leben sollen, leben müssen und sie letztlich zu bevormunden in irgendeinen Entscheidungen, weil ich sehe dafür letztlich keine Grundlage, zumindest nicht im Sinne der Freiheit, zu sagen, es gibt keinen Grund, ohne zumindest mein Einverständnis abzuholen, dass irgendjemand für mich sprechen soll und darf, und zwar nicht über irgendwelche allgemeinen Bundestags- oder Landtagswahlen, sondern im Falle einer einzelnen Entscheidung zu sagen, okay, ich habe ein Interesse, dass das so und so passiert und ich bin auch bereit, das dafür zu bezahlen, weil es reicht nicht zu sagen, dass jemand etwas will und dann muss er nicht dafür aufkommen. Das ist auch keine Option. Aber bis dahin ist es noch ein langer Weg und solange weder das Geldsystem noch die Wirtschaft als solche wirklich verstanden sind und ja, die Börse sozusagen die tragischen Entscheidungen feiert, dann hoffen wir mal, dass es noch einige Weile weitergeht, bis ich mit Credere soweit bin, dann zumindest, dass das Geldsystem, wenn es denn zusammenbricht, nicht das wirtschaftliche System mit sich in den Abgrund zieht und dass wir da Möglichkeiten und Wege finden, dass eben die Wirtschaft, die wir benötigen, um unsere Bedürfnisse zu stillen, um unser Überleben zu sichern, dass das dann auch in nächster Zeit noch weiter funktioniert, ohne dass letztlich der gesamte Planet und alle seine Ressourcen
vor die Hunde geht und letztlich auf der Müllhalde landet. Ja, soweit von mir heute. Ein etwas längeres Meme-Video, was sehr, sehr viele Themen anschneidet und es noch ganz, ganz, ganz viel zu sagen gäbe. Aber an der Stelle will ich jetzt wirklich Schluss machen und überlasse euch euren Gedanken und Überlegungen, wie sich letztlich ja, das Ganze auch so verändern lässt, dass ja, für uns alle eine lebenswerte Zukunft möglich bleibt. Und ja, ist doch schön, so im Hintergrund die Sonne noch mitzunehmen. Also auf eine frohe und lebenswerte Zukunft und bis zum nächsten Mal. Tschüss!